Digital Social Summit 2021. Wir starten mit der ersten Sessionreihe. Bei uns hier im Livestream geht es jetzt weiter mit Infrastruktur für die Zivilgesellschaft. Alle anderen Sessions finden über unser Schiff statt. Also wer noch nicht gewechselt ist, macht jetzt noch mal schnell einen Schlenker zum Kreuzfahrtschiff, um dort in die passende Session sich einzuwählen. Bei uns, wie gesagt, Infrastruktur für die Zivilgesellschaft mit Benjamin Seibel von der Technologiestiftung Berlin City Lab. Und zwar macht das City Lab Berlin gemeinsam mit der Berliner Senatskanzlei ein Projekt. Es geht um ein Angebot, um zivilgesellschaftlichen Initiativen kostenlos digitale Infrastruktur bereitzustellen. Und in dieser Session wollen jetzt also Benjamin Seibel und seine Kolleginnen Ihnen vorstellen, welche Erfahrungen sie jetzt bereits sammeln konnten in diesem Projekt. Und es soll auch um die generelle Frage gehen, welche Rolle denn der öffentlichen Hand hier in diesem Bereich zukommt. Und damit also viel Spaß bei dieser Session und Benjamin Seibel. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen und hören. Willkommen zum ersten Panel auf dem Digital Social Summit im Livestream. Digitale Infrastruktur für die Zivilgesellschaft ist unser Thema. Worum geht's? Ihr habt es gerade schon in der Anmoderation gehört. Ich bin Leiter des City Lab Berlin. Wir arbeiten viel mit Berliner zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammen an Digitalisierungsprojekten. Und auch wir haben natürlich im letzten Jahr gemerkt, dass vor dem Hintergrund von Corona ein großer Bedarf entstanden ist, sich stärker mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, auch für die Vereine und Initiativen, die das bislang nicht so sehr gemacht haben. Um die zu unterstützen, haben wir die Plattform Digital Vereint gelauncht. digital-vereint.berlin ist die Adresse, wo wir viele Informationen und Netzwerkangebote anbieten für Berliner Vereine, aber wo wir vor allem eben auch digitale Infrastruktur betreiben. Das heißt, man kann über unsere Plattform kostenlos Videoconferencing, Chat-Tools nutzen, ausprobieren. Das nutzen über 100 Vereine inzwischen hier aus Berlin und war für uns aber auch einfach mal ein Testballon, um uns mit diesem Thema digitale Infrastruktur auseinanderzusetzen. Das machen wir ganz gerne, indem wir es einfach mal ausprobieren und dann unterwegs lernen. Das haben wir gemeinsam mit der Berliner Senatskanzlei auf die Beine gestellt, für die das auch ein Lernthema ist, weil natürlich diese Diskussion sollen öffentliche Verwaltungen vielleicht auch für die Zivilgesellschaft Infrastrukturen bereitstellen. Ja, ein wichtiges Thema ist zurzeit und darüber wollen wir unter anderem mit euch heute diskutieren. Also wie ist der Stand der Digitalisierung in der Zivilgesellschaft ein Jahr jetzt nach Corona? Welche Infrastrukturen brauchen wir? Und wie kommen wir vor allem von dem, was wir jetzt gelernt haben im letzten Jahr, dann auch zu nachhaltigen Verbesserungen? Dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich meine Mitpanelistin. Das ist zunächst mal die Katrin Fritsch. Katrin ist Co-Gründerin des Motiv Institut for Digital Culture, ein Think Tank, der sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Digitalisierung befasst. Und Motiv hat gemeinsam mit uns Digital Vereint entwickelt. Und Katrin hat viele der Inhalte zu verantworten, aber auch die Bedarfsanalyse im letzten Jahr mit uns durchgeführt und kann da sicher spannende Einsichten zu geben. Dann begrüße ich ganz herzlich Adriana Groh von der Open Knowledge Foundation. Adriana leitet den Prototype Fund, ein Förderprogramm des BMBF, das sicher viele von euch kennen, wo es um die Förderung von Open Source Technologien geht. Ich glaube, aktuell läuft schon eure 10. Förderrunde und Bewerbungen sind noch möglich, noch ein paar Tage. Also schaut mal auf die Webseite. Adriana ist Expertin für den Bereich Civic Tech, Open Source Technologien. Schön, dass du bei uns bist. Dann begrüße ich ganz herzlich Friedemann Walter, Referatsleiter in der Berliner Senatskanzlei für bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung. Die Senatskanzlei hat ja Digital Vereint in der Entwicklung gefördert und hat auch vielfältige Aktivitäten rund um Digitalisierung dieses Jahr, glaube ich, geplant, weil Berlin, das wissen wahrscheinlich auch viele, ja, europäische Freiwilligenhauptstadt dieses Jahr ist. Und dazu gibt es ein sehr vielfältiges Programm. Jetzt sehe ich gerade nicht, ob Melanie von Orlo da ist. Hat sie jemand von euch schon entdeckt? Das scheint mir nicht so zu sein. Dann gehen wir einfach mal weiter im Programm. Noch einen allgemeinen Hinweis. Das ist ein Fishbowl-Format. Das heißt, ihr dürft euch sehr, sehr gerne
Ah, da ist sie. Okay. Ihr dürft euch sehr, sehr gerne einklinken in diese Diskussion. Schreibt einfach in den Chat, wenn ihr eine Wortmeldung habt. Dann dürft ihr gerne auch, nachdem ich euch aufgerufen habe, euer Video einschalten und mit uns mitdiskutieren. Und wenn ihr lieber über den Chat einfach eine kurze Frage loswerden wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Das wird dann an mich weitergegeben und dann lese ich das einfach vor. Jetzt ist Melanie von Orlo auch noch bei uns. Hallo Melanie. Melanie ist die kommissarische Leitung der Geschäftsführung beim Naturschutzbund in Berlin und auch erste Vorsitzende des Imkervereins in Reinickendorf. Das ist einer der größten und ältesten Imkervereine in Berlin und ja, eigentlich genau die Zielgruppe, die wir mit dem Angebot erreichen, weil man ja vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, der Imkerverein hat mit Digitalisierung nicht so viel zu tun, hat er eben doch. Und Melanie hat unter anderem dieses Thema Digitalisierung der Vereinsarbeit hier auch vorangetrieben und kann aus der Praxis berichten. Ja, hallo So allerseits. viel, hallo Melanie, so viel zur Einleitung. So, ich verfolge mit einem Auge den Chat mit und starte jetzt aber mal in unsere Diskussion. Die Frage zum Start, klar, Corona, das hört man immer wieder, hat jetzt quasi wie unterm Brennglas nochmal bestimmte Digitalisierungsbedarfe auch sichtbar gemacht. Wie hat sich die Freiwilligenarbeit verändert? Ich würde gerne mit Katrin mal anfangen. Wie gesagt, mit Katrin haben wir im letzten Jahr Workshops durchgeführt zur Bedarfsanalyse, haben Vereine eingeladen, viele auch qualitative Interviews geführt. Vielleicht kannst du mal versuchen, zusammenzufassen, was so die Bedarfe waren, die dir da am augenscheinlichsten erschienen. Ja, vielen Dank, Ben, und auch danke nochmal von mir für die Einladung. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Genau, wir hatten eine Bedarfsanalyse gemacht mit rund 40 AkteurInnen aus der Berliner Zivilgesellschaft und hatten die in sowohl in Workshop-Formaten als auch Interviews befragt, was eigentlich gerade so die dringendsten Bedarfe sind. Das alles ist im Herbst 2020 passiert, also schon als die Pandemie schon etwas fortgeschritten war, aber noch immer nicht vorbei. Und ich glaube, so eines der Haupterkenntnisse, die wir wirklich abgeleitet haben, waren, dass es unbedingt mehr Förderungen braucht. Förderstrukturen müssen ausgebaut werden, neue Forderungen aufgesetzt werden. Und es gab einen großen Bedarf immer noch an Hardware und fehlendem oder nicht gut funktionierendem Internetzugang, das nur mal so vorangestellt. Was aber auch klar geworden ist, dass Covid-19 definitiv Digitalisierungsprozesse in der Zivilgesellschaft beschleunigt hat. Was aber natürlich auch damit zusammengehangen ist, dass sowohl mehr Unsicherheiten, also mehr Schwierigkeiten aufgekommen sind in der Zusammenarbeit im Team oder auch zum Beispiel in der Akquise von neuen Vereinsmitgliedern. Das heißt also, es ist einiges passiert, aber wie du schon gesagt hattest, Ben, es ist so unter dem Brennglas klar geworden, ja, dass digitale Infrastruktur total wichtig ist, dass es da super viel zu tun gibt und ja, es einfach noch an sehr vielen Ecken fehlt. Was auch ja, so ein ganz kleineres Detail davon war, dass es wirklich an Serverstruktur fehlt, Serverinfrastruktur und einer benutzerfreundlichen, datensicheren Open-Source-Video-Call-Lösung, bei der besonders Mitgliederversammlungen ermöglicht werden. Da nochmal ein Stichpunkt auch so zu anonymen Abstimmungen durch die Mitgliederversammlung. Und was sich auch einfach nochmal ergeben hat, auch aus dem Gespräch mit sogenannten Meta-Akteurinnen, also mit Menschen, die schon öfter, also die schon viel mit Digitalisierung und Zivilgesellschaft gearbeitet haben, war einfach nochmal dieser Kompetenzaufbau. Also sowohl Kompetenz für digitale Infrastruktur aufzubauen, aber auch in so praktischen Fragen wie zum Beispiel Social Media, WordPress, auch ein IT-Support war so ein ganz großer Bedarf, wo die zivilgesellschaftlichen VertreterInnen eben gesagt haben, sie hätten gerne eine Stelle, wo sie einfach mal anrufen können. Und ja, ich würde so zusammenfassend eigentlich sagen, was ja sehr herausgestochen hat, war eben diese Frage nach Zeit auch als Ressource. Also es war sehr, sehr wichtig, wie viel Zeit eigentlich man dafür braucht, digitale Infrastruktur aufzusetzen und auch wie wichtig es ist, die Angebote, die man schafft, so zu schaffen, dass sie auch wirklich zeitschonend aufgesetzt werden. Also es ist nicht nur eine Kompetenzfrage, sondern auch einfach
die Frage, wer kann sich leisten, wer hat die Zeit, sich digital und zivilgesellschaftlich zu engagieren und wie kann man eben sicherstellen, dass das so zeitschonend wie möglich passiert. Vielen Dank, Katrin. Adriana, das Stichwort Förderung wurde jetzt gleich zu Beginn schon genannt. Ihr fördert digital affine Zivilgesellschaft. Hat sich da auch was verändert in diesen wirklich digitalen auch Expertinnenkreisen? Gibt es vielleicht auch gute Lösungen aus der Community, Angebote, andere zu unterstützen? Wie ist generell die Stimmung bei euch unter den digital affineren ZivilgesellschaftsvertreterInnen? Danke, Ben. Ich musste auch schon schmunzeln bei Katrins Ausführungen, weil sich so viel bekannt anhört. Kurz Warnung, pünktlich für ein Livestream-Panel ist natürlich mein Internet heute shaky. Wenn also irgendwie mein Gesicht einfriert und ich das Stottern anfange, einfach muten und mir das Wort wegnehmen. Ich starte mal direkt rein, ohne lang zu erklären, was wir alles im Detail machen. Da ist wahrscheinlich später noch Zeit dafür. Ich leite den Prototype Fund, deswegen Stichwort Förderung bei der Open Knowledge Foundation. Und damit sind wir eben in dieser digital affinen Community verankert. Was da jetzt passiert ist, sind zwei Dinge. Man hat sofort wahnsinnig viel Unterstützung anbieten können. Also da gab es einfach schon viele Lösungen, viele Vorkenntnisse und die Expertise, die es braucht, um schnell auf digitale Strukturen umzusatteln in so einer Situation, wie wir sie jetzt eben hatten, ins Homeoffice, alles dezentral, welche Tools gibt es, welche Möglichkeiten gibt es. Da konnte man also sehr schnell helfen. Es hat aber gleichzeitig auch den Finger in eine schon lang offene Wunde gelegt, nämlich dass man wahnsinnig viel anbieten kann, viele Kenntnisse auch schon hat in dieser digital affinen Zivilgesellschaftsgruppe und schon lange gesagt hat, wir müssen auf dieses und jenes achten, wir brauchen diese und jene Unterstützungsstrukturen, wir müssen hier uns besser vernetzen und oft nichts passiert ist oder zu wenig. Und jetzt, wo dann der Druck auf einmal kam, natürlich dann hochgekocht ist, was an strukturellen Problemen schon länger existiert und man dann natürlich sagen könnte, wir haben es euch doch gesagt, das bringt aber niemandem etwas. Und das war also so ein bisschen die beiden Seiten. Auf der einen Seite Freude, dass man da zeigen konnte, was es Gutes gibt und auf der anderen Seite Frustration, dass es nicht einfach schon vorher bedacht wurde, dass man da mehr Unterstützung und Integration mit zum Beispiel der Verwaltung aufbaut, die dann davon auch profitiert hätte in dem Moment, was aus der digitalen Zivilgesellschaft schon vorgearbeitet wurde und das schon vor teilweise langer Zeit. Und vielleicht um nochmal auf die Unterstützungsstrukturen zurückzukommen, der Prototype Fund, den ich leite, der bei der Open Knowledge Foundation sitzt und der auch mit öffentlichen Geldern aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgestattet ist zu 100%, fördert gemeinwohlorientierte Open-Source-Software-Projekte, die eben oft genau aus dieser digitalen Zivilgesellschaft kommen, von einzelnen Personen und kleinen Teams. Aber es wird eben nur Software gefördert und keine Hardware. Katrin erwähnte, das fehlt nämlich auch. Und es ist nur Innovationsförderung. Das heißt, wir können zwar zum Beispiel Infrastrukturprojekte fördern, aber nur, wenn die etwas Neues an ihrem Projekt erarbeiten wollen. Und das Problem, ohne das klein machen zu wollen, dass wir Innovationsförderung für diese gemeinwohlorientierten Projekte brauchen, das ist gut, dass wir das haben. Aber das Problem ist leider oft die Maintenance, gerade in dem Bereich, was wir hier gerade sprechen. Also die Pflege, Wartung, Skalierung und Sicherung von Open-Source-Software-Infrastrukturen. Und dafür haben wir wahnsinnig wenig bis keine Instrumente zur Hand. Genauso wenig wie für die Unterstützung des digitalen Ehrenamts, was praktisch Hand in Hand geht mit vielen von diesen Infrastrukturprojekten, auf die die Zivilgesellschaft angewiesen ist oder wäre vor allem. Und da müssen wir, glaube ich, entscheidend nachbessern. Vielen Dank. Ja, Verstetigung ist sicher ein super wichtiges Thema, auf das wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen können. War tatsächlich bei unserem Projekt auch ganz bewusst die Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt kein Innovationsprojekt im engeren Sinne, wo jetzt irgendwas neu entwickelt oder erfunden wird, sondern wir wollen da auch Nachhaltigkeit von Anfang an mitdenken. Wir nutzen bei Digital Vereint
die gängigen Open-Source-Tools für Videoconferencing und Chat, also BigBlueButton und MetaMouse, die auch einfach etabliert sind und betreiben die erstmal, versuchen die stabil zu betreiben, beobachten, wie die skalieren und so weiter. Aber tatsächlich ist genau dieses Thema, also wie kann man eigentlich oder woher kommen eigentlich die Mittel, um sowas dann auch nachhaltig, dauerhaft anzubieten, weil jetzt die Feedbacks für uns auch sind, alle finden das toll, aber alle fragen auch gleich, gibt es das nächstes Jahr denn auch noch? Also weil wenn man sich einmal darauf einlässt, sozusagen sowas zu benutzen, vielleicht die Vereinsarbeit dahingehend auch umstellt, was ja auch mit Aufwand verbunden ist, dann braucht man da natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit. Zusammenarbeit mit Verwaltung wurde jetzt schon genannt, deswegen ein prima Übergang zu Herrn Walter, Referatsleiter in der Senatskanzlei. Die Senatskanzlei hat ja eben diese Abteilung für bürgerschaftliches Engagement, ist da auch im engen Austausch mit den Akteuren. Ich weiß auch, dass Susan Cebli als Staatssekretärin da immer wieder auch den direkten Kontakt sucht zu den Vereinen in Berlin, jetzt auch gerade in der Krise regelmäßig Telefonkonferenzen und Ähnliches abhält. Herr Walter, wie ist denn Ihr Eindruck, wie ist denn die Stimmung in der Berliner Zivilgesellschaft? Wird Corona da auch ein Stück weit als Chance vielleicht begriffen oder sehen Sie das auch als Chance, jetzt in Digitalisierung auch was voranzutreiben oder überwiegt doch eher die Not- und Existenzangst im Moment? Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wir eine sehr diverse Situation haben. Wir haben einerseits eine ganze Menge Organisationen, die haben die Situation sozusagen mit viel Courage, mit viel Kreativität, mit ganz viel solidarischem Miteinander bewältigt und da auch ganz neue Kraft entwickelt, auch im digitalen Bereich. Und dann gibt es aber auch den anderen Teil der Zivilgesellschaft, der mit großer Ratlosigkeit hier steht und der teilweise auch gar nicht handlungsfähig ist, weil einerseits die Mittel wegbrechen, die Einnahmemöglichkeiten, andererseits aber auch die Möglichkeiten, die eigene Arbeit überhaupt zu machen. Ich denke an an Teile des Sports, in dem teilweise einfach Jugendarbeit nicht stattfindet oder in anderen Feldern, wo die persönliche Begegnung nicht stattfinden kann und deswegen einfach die eigene Arbeit nicht stattfindet. Also es ist eine sehr diverse Situation, aber wenn wir jetzt heute über das Thema Digitalisierung sprechen, glaube ich, können wir feststellen, dass jetzt gerade in diesem letzten Jahr auch wirklich eine ganze Menge passiert ist. Wir sehen einfach, dass der Bedarf an digitalem Know-how riesig groß ist. Und das hat uns natürlich auch dann dazu motiviert, dieses Förderprogramm zu starten, was zunächst mal tatsächlich auch eher eine temporäre Nothilfeaktion war. Es ist Teil eines Sofortprogramms, was wir in Berlin auflegen konnten im Rahmen der Corona-Soforthilfe. Aber da wir natürlich die Gesamtsituation der Zivilgesellschaft kennen, da wir mit vielen im Gespräch sind, wissen wir, dass es tatsächlich in dem Feld auch eine ganze Menge Bedarf auch über die Krise hinaus gibt. Und von daher war es für uns dann auch sehr naheliegend zu sagen, wir fördern an dieser Stelle eine Sache, die eben auch einen Nutzen über die Krise hinaus hat. Und ich denke, dass das den Sinn, also dass darin ein hoher Sinn ist und dass es jetzt natürlich darum geht, so ein Stück weit zu fragen, wo geht dann die Reise hin? Ich glaube, dass die Politik, die Verwaltung insgesamt gemerkt hat, dass ein hoher Nutzen darin besteht, die Zivilgesellschaft eben dauerhaft zu stärken und jetzt auch aus der Krise heraus eine Brücke zu bauen in die Zeit danach. Ich glaube, da ist sehr viel Bewusstsein da. Die Frage ist, wie sich das dann letztlich in Förderprogrammen oder in ganz konkreter Unterstützung niederschlägt. Wir als Land Berlin haben jetzt im Moment gerade eine zweite Tranche sozusagen für eine Corona-Hilfe in Arbeit. Da wird das Thema Digitalisierung auch wieder adressiert werden. Aber gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, wie stärken wir unsere Gesamtinfrastruktur im Bereich des Engagements, angefangen von den Freiwilligenzentren, den Freiwilligenagenturen, über Stadtteilzentren, über Volkshochschulen und andere Organisationen, andere Einrichtungen des Landes Berlin, die in gewisser Weise alle ihren Beitrag auch leisten können, um sozusagen digitales Empowerment für eine Stadt, für eine Zivilgesellschaft wie in Berlin eben zu leisten. Also ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir das eben größer denken, dass wir rauskommen aus dem Krisenmodus, uns auch in die Zukunft orientieren und schauen, wie wir ja nicht nur Nachhaltigkeit hinkriegen, sondern auch uns einer großen, wie ich finde, sehr großen Frage stellen, nämlich wie können wir auch Zugänge vereinfachen, wie können wir die Zivilgesellschaft sozusagen öffnen, auch für Zielgruppen, die bisher unterrepräsentiert sind, wie können wir diesen ganzen Bereich der Bürgerbeteiligung öffnen und uns fragen, wie man Zugänge schaffen kann, die leichter sind, barrierearm.
durch auch beispielsweise eine geschickte Verknüpfung von nicht nur Infrastruktur, sondern auch eben Empowerment-Ansätzen. Ich denke an aufsuchende politische Bildung, an aufsuchende Formen der Bürgerbeteiligung, all diese Fragen. Da steht vieles im Raum. Da sind wir an vielen Stellen, glaube ich, auch in Berlin nah dran an den Themen. Und ich glaube, dass wir da ein riesiges Feld auch für politische Gestaltung haben. Vielen Dank. Ich nutze mal die Gelegenheit, eine Frage aus dem Livestream zu beantworten, weil es gerade passt. Ist das Angebot digital vereint exklusiv für Berliner Initiativen gedacht? Im Moment ja. Wie Herr Walter das schon gesagt hat, ist aus einem Sofortprogramm aus Landesmitteln des Landes Berlin. Grundsätzlich ist es aber ein offenes Angebot. Wie gesagt, wir setzen nur Open-Source-Technologien ein. Wer Lust hat, dieses Angebot in einem anderen Bundesland zu replizieren, wir helfen gerne mit Know-how und allem, was ihr dazu braucht. Dann müsst ihr eben eure eigenen Ministerien davon überzeugen, das auch zu fördern. Melanie, du kannst jetzt hier mal aus der praktischen Vereinsarbeit sozusagen die Endnutzerinnenperspektive uns auch mitteilen. Wie kommt ihr mit der Situation zurecht? Was hat das bei euch im Verein ausgelöst? Corona, vielleicht auch die Unmöglichkeit, sich so wie vorher persönlich zu treffen. Was hat sich verändert? Was habt ihr vielleicht auch Neues entdeckt im letzten Jahr? Ja, also das hat natürlich eine ganze Menge verändert. Also ich sage mal so, wahrscheinlich wie alle anderen Vereine auch, haben wir natürlich erstmal einen deutlichen Einbruch erleben müssen, dass also an den regelmäßigen monatlichen Treffen einfach kaum noch Personen teilnahmen, auch obwohl es möglich gewesen wäre, unter Corona-Bedingungen teilweise, dann halt mit Maske und Abstand und solchen Sachen. Aber selbst das wurde eigentlich nicht angenommen. Und wir sind dann auch zur Erkenntnis gekommen, dass das einfach auch keinen Sinn in dem Sinne mehr macht, da noch Aktivitäten reinzustecken, wenn letztendlich kaum einer kommt und teilnimmt. Hat sich dann auch letztendlich erübrigt, nachdem dann unser übliches Vereinslokal, was wir also hatten, dann natürlich Corona-bedingt geschlossen wurde und seither ja auch nicht mehr aufmachen darf. Es war dann einfach der glückliche Umstand, dass wir einen ganz neuen Standort zur Verfügung gestellt bekommen haben, den wir also anmieten konnten und auch dort ein völlig neues Projekt aufziehen können, das wir jetzt auch als neuen Vereinstreffpunkt entwickeln werden. Das hat den großen Vorteil, dass der vor allem einfach teilweise im Freien liegt. Das heißt, wir können uns im Sommer dann einfach im Freien treffen. Das ist dann ja auch coronamäßig möglich. Hoffen einfach, das wird angenommen. Da fehlen uns jetzt ein bisschen Erkenntnisse, weil wir jetzt gerade erst angefangen hatten. Wir hatten jetzt, glaube ich, im März den ersten Termin. Ansonsten waren unsere Alternativen natürlich dann eine digitale Mitgliederversammlung zu machen und überhaupt digitale Formate anzubieten. Wir haben es dann auch über Zoom im Endeffekt als erstes gelöst. Das war einfach am schnellsten verfügbar. Und ich stelle eigentlich auch fest, dass die Leute eigentlich immer qualifizierter damit umgehen. Also meine ersten Sorgen so, dass da die ganze Zeit dann einer zwischenquatscht, sag ich mal, und es so turbulent geht und man sich nicht mehr versteht, das hat sich eigentlich überhaupt nicht bewahrheitet. Die Leute sind inzwischen, wie man es ja auch hier in der Runde sieht, sehr zivilisiert geworden. Man kann sich gut miteinander austauschen und ich denke auch, jeder kann zu Wort kommen und auch die Älteren haben das inzwischen ganz gut drauf, mit dem Medium umzugehen. Ich habe eigentlich auch das zu schätzen gelernt, weil viele Versammlungen sind wirklich auch kürzer und prägnanter geworden. Also es ist einfach, man kommt auch schneller, finde ich, in so einem Format zum Ziel. Es kann es nicht ersetzen, sage ich mal, aber es kann auf jeden Fall die Vereinsarbeit gut ergänzen. Und das denke ich, hoffe ich eigentlich auch, dass bei bestimmten Formaten, dass das auch zukünftig so erhalten bleibt. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich habe gerade an einer Veranstaltung teilgenommen von der AG Bienentagung. Das sind Fachvorträge, die dort referiert werden. Das ist normalerweise eine zweitägige Veranstaltung in verschiedenen Räumen, wo also parallel Sessions laufen. Und das Ganze haben die auch digital dann gemacht mit drei verschiedenen Zoom-Sessions, in die man dann sich reinschalten konnte. Und ehrlich gesagt, ich habe noch nie so schnell, so effizient, so viele Inhalte vermittelt bekommen wie in dieser Veranstaltung, die an einem Tag ging. Und man sparte sich die Anreise und allem. Also das ist ja auch ökologisch ein irrer Wert, der da entsteht, dass man eben diese Reiserei nicht mehr hat. Also daher, ich sag mal so, es kann es auf jeden Fall sehr sinnvoll ergänzen. Ersetzen natürlich nicht, denn wir wollen alle an die Bienen und wir wollen voneinander lernen an den Bienen. Und daher freue ich mich auch, dass wir jetzt mit einem neuen Lehrbienenstand dann auch die Möglichkeit geschaffen haben, das Ganze Corona-gerecht zu machen. Ich bin gespannt. Jetzt im April haben wir unsere erste Veranstaltung und gucken mal, ob das klappt. Vielen, vielen Dank.
Ich möchte nochmal daran erinnern, ihr könnt euch aus dem Publikum, wenn ihr hier im Zoom-Call seid, gerne auch zu Wort melden. Schreibt einfach Wortmeldung in den Chat und dann kriege ich das hier mitgeteilt. Melanie, du hast auch eine Sache gesagt, die ich ganz spannend finde, nämlich ihr seid dann auf Zoom umgestiegen, dass das ging einfach am schnellsten sozusagen. Das ist ja dann auch in der Krisensituation so, das erfordert eben schnelles Handeln. Das kann gut sein in dem Sinne, dass eben überfällige Veränderungen auch dann tatsächlich mal passieren. Kann natürlich auch schlecht sein, weil man einfach dringend handeln muss und vielleicht auch nicht immer die Zeit hat, die beste Option zu prüfen. Also was wir jetzt auch erlebt haben in Gesprächen mit Vereinen, ist, dass sie dann halt sagen, naja, und dann haben wir das halt mal alles schnell auf Google Drive geschoben oder so, weil das war kostenlos und ging einfach. Und gleichzeitig wird das zum Teil dann so zähneknirschend gesagt, weil es unter Umständen ja auch den eigenen Idealen der Vereinsarbeit vielleicht widerspricht, weil man auch merkt, naja, so richtig datenschutzkonform war das jetzt auch nicht, aber es gibt keine bessere Lösung. Also das vielleicht auch nochmal, Adriana, in deine Richtung, weil du dich auch viel damit beschäftigst. Also siehst du da auch bestimmte Gefahren und hast du Ideen, was man tun kann, um sowas zu umschiffen, dass man sozusagen in dieser Notsituation dann dazu kommt, seine Daten eben doch einem großen Unternehmen in den Rachen zu werfen, mangels Alternativen? Das sehe ich eigentlich momentan nicht so, weil ich finde, es gibt eine ganze Menge Alternativen. Also wir benutzen CryptPad. Und das finde ich eigentlich ganz vernünftig. Also ich muss sagen, da habe ich den großen Vorteil, dass ich auch beim NABU halt aktiv bin, auch beruflich natürlich eingebunden. Und wir haben eine sehr fitte Bundesgeschäftsstelle mit einem Datenschutzbeauftragten, die also regelmäßig Tools durchprüft und Empfehlungen rausgibt an die Landesgeschäftsstellen. Und das nutze ich natürlich dann auch für meinen Imkerverein, das Wissen, was ich da generiere. Und wir haben allerdings auch, muss man ganz klar sagen, im Imkerverein nicht das Problem, dass wir große Datenmengen hin und her schieben müssen auf irgendeine Art und Weise. Tresorit finde ich noch immer ganz ergänzend, wenn es darum geht, jetzt wirklich Dateien so verschicken sozusagen und dann wird halt das Passwort irgendwie per Telefon oder anderen Medien mitgeteilt, sodass man also auch das ganz vernünftig scheren kann. Ansonsten ist natürlich korrekt, viele gute Lösungen sind natürlich auch wieder kostenpflichtig und das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, gerade für kleinere Vereine, dass da einfach gar kein Budget dann da ist, das zu stemmen. Ja, also gute, vernünftige Lösungen sind einfach immer meistens Bezahllösungen, da gibt es wenig Alternativen. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, was man sagen muss, es ist erstmal verständlich, dass in einem Moment unter Zeitdruck und Überforderung Dinge genutzt werden, die schnell und bekannt sind. Also, und da spielt er dann mit rein, wie viel man sich vorher mit beschäftigt hat. Das spielt mit rein, wie viel Unterstützung alternative Angebote bekommen, sodass sie sich überhaupt eine Bekanntheit erarbeiten können. Aber ja, also die bekannten Chatprogramme, Drives und Co. oder auch das Programm, was wir hier gerade benutzen mit Zoom, das sind halt dann die dann einfach schnell genommen werden. Und dann ist das erstmal so. Und da kann man sich, glaube ich, verrückt drüber machen oder man muss halt dann überlegen, wie komme ich denn davon wieder weg? Und das ist nicht nur bei Organisationen so, die da jetzt von 0 auf 100 ins kalte Wasser geschmissen worden sind, sondern auch bei etablierteren, schon lang existierenden Vereinen oder zivilgesellschaftlichen Orgs. Oder da gibt es dann Pfadabhängigkeiten. Also es ist kompliziert und es ist, glaube ich, Schrittchen für Schrittchen, was man da gehen muss. Auch bei uns gab es jetzt mit Big Blue Button und Jitsi Tests, wo dann ab, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 60 Personen, dann im Jitsi gar nichts mehr ging. Dann musste man doch wieder zurück auf Zoom. Darf ich deinen Big Blue Button benutzen? Nee, benutzen wir jetzt gerade, ist dann überlastet. Also solches Hin und Her ist jetzt, glaube ich, mehreren bekannt. Was ich jetzt denke, ist, es gab durch das letzte Jahr einen Schub einfach an Wissen, was es da draußen gibt, weil man sich ausgetauscht hat, zum ersten Mal vielleicht über, welches Programm benutzt ihr denn, wie macht ihr das? So, das war vorher nicht so präsent und das wird, glaube ich, viel helfen, dabei überhaupt Alternativen bekannter zu machen. Es gab das erzwungene Lernen müssen von, wie ist das jetzt datenschutzkonform, wie kann ich das besser machen, ist das datensparsam, ist das Schutz, ist meine Privatsphäre, etc. Und was jetzt halt noch kommen muss, ist, dass die Angebote, die es alternativ gibt, dann auch die Unterstützung erfahren,
die sie halt brauchen. Weil auf der einen Seite müssen sie bekannter werden und etablierter werden, aber sie müssen natürlich dann auch mitwachsen können und mit den Support vielleicht auch anbieten können, den der eine oder die andere braucht. Weil es bringt natürlich auch nichts, wenn man sich die Alternativen raussucht, die man zum Beispiel selber hostet und die dann aber nicht so hosten kann, dass sie sicher und performant sind. Also das ist... da braucht es einfach verschiedene Baustellen, die wir jetzt haben. Und eine große ist, ich wiederhole mich, dass man dafür Unterstützungsstrukturen braucht, verschiedene Finanzierungsmodelle, damit das einen nachhaltigen Wandel und eine dezentralere Struktur in den Online-Diensten bedeutet, die wir so alle benutzen und wahrscheinlich jetzt ja auch weiter benutzen werden. Also wie Melanie gerade meinte, es hat ja auch niemand wird mehr zurückgehen dahin, vor Ort wird auch nicht entschieden oder das Hybrid wird auf jeden Fall vielen erhalten bleiben. Danke, Adriana. So, jetzt hat Herr Walter sich gemeldet und wir haben auch eine Wortmeldung aus dem Chat. Herr Walter, vielleicht können Sie Ihren Beitrag noch machen und Hendrik von Lehn von der Stiftung Datenschutz kann schon mal sein Video einschalten und sich dann gleich zu uns in die Diskussion einklinken. Sie sind noch auf Mute, Herr Walter. Ich hatte nur eine kurze spontane Anmerkung, weil vorhin die Frage war, wie stark sind Organisationen der Zivilgesellschaft von dem Thema überhaupt betroffen? Und uns wurde gespiegelt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, dass eben gerade auch zum Beispiel Migranten-Selbstorganisationen, die persönliche Beratung machen, die also im direkten Miteinander mit Menschen, die Rat suchen, sind, enorme Hürden natürlich gespürt haben und enorme Schwierigkeiten hatten, dann auch den Datenschutzgesichtspunkten gerecht zu werden. Und das, glaube ich, sollte man sehr im Blick haben, dass es natürlich bestimmte Zielgruppen gibt, die durch bestimmte Institutionen und bestimmte Beratungsvereine, Beratungseinrichtungen eben eigentlich eine Verlässlichkeit brauchen. Und dass das jetzt auch in den letzten Monaten sehr in Frage gestellt wurde an vielen Stellen. Und das wird so eine der Herausforderungen, glaube ich, sein der nächsten Zeit, dass wir dafür wieder Möglichkeiten schaffen, gerade auch mit datenschutzkonformen Lösungen, mit Lösungen, die für alle vertrauenswürdig sind. Das nur als kleine Anmerkung dazu nochmal. Ja, guter Punkt. So, Hendrik, bist du da? Ja, ich bin da. Wunderbar. Genau. Ich finde das gerade einen ganz spannenden Punkt, an dem wir da sind in der Diskussion. Das ging mir irgendwie auch letztes Jahr so, als die Pandemie losging. Ich bin halt neben meiner Tätigkeit mit der Stiftung Datenschutz jetzt halt auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen eben vernetzt und aktiv. Und da kam dann auch ganz konkret für Freiburg die Frage auf, kann man da nicht oder sollte man da nicht irgendwie jetzt schnell irgendwie einen Jitsi Big Blue Button Server oder so für die Freiburger Gruppen aufsetzen? Also was Ähnliches, was es jetzt eben in Berlin gibt. Und ich habe mich dann ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, habe da auch einen Artikel drüber geschrieben im April letzten Jahres. Was für mich einfach eine ganz große Erkenntnis war, ist dieser Spagat zwischen dem Wunsch, freie Software zu benutzen, das klang ja auch gerade schon an, was oft halt auch zum Selbstverständnis und Bild von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen passt, und das gleichzeitig aber eben datenschutzkonform zu tun, weil das einfach nur eine Software nehmen, auf den Server schmeißen und irgendwie ans Laufen kriegen, ist halt weit davon entfernt, dass man das dann datenschutzkonform betreiben würde, zumindest wenn man halt die formellen Aspekte sieht. Und das ist also eine ganz große Hürde. Und da stelle ich mir auch schon länger die Frage, wie kann man da beispielsweise sowas wie, was der Prototype Fund eben schafft, die Entwicklung von Software dazu bekommen, dass das tatsächlich auch nutzbare Software wird. Weil die meiste Software, die wir heutzutage nutzen, ist nun mal webbasiert, sind alles irgendwelche Cloud-Tools. Und die muss also irgendwer dann betreiben. Und nur weil es halt irgendwo ein GitHub-Repository liegt, wo jetzt der Code ist, ist das halt noch weit davon weg, dass die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen sowas auch praktisch anwenden könnten. Und da ist, finde ich, momentan auch sozusagen politisch eine große Lücke, wo wir irgendwie überlegen sollten, wie kann man die schließen, dass diese Hürde einfacher wird, zumindest freie Software auch nutzen zu können. Also da finde ich einfach ein spannendes Thema, und von daher war ich auch gerade ganz froh, dass diese Aspekte auch schon mal angeschnitten wurden, und ich kann das nur bekräftigen, dass das also einfach ein weiter Weg ist,
bis man auch dahin kommt, dass man dann so eine Software am Laufen hat. Da hatte ich auch letztens auf dem Barcamp von der DSEE, hatten wir dann eine Session zugemacht. Ist also ganz spannend, wenn man sich das mal näher ansieht. Ja, in der Tat. Wir gehen jetzt schon langsam auf die Zielgerade dieses Panels und ganz eindeutig ist dieser Punkt nachhaltige Finanzierung oder auch Betreibermodelle solcher Angebote, was jetzt sehr oft aufgekommen ist. Vielleicht nehmen wir uns zum Abschluss nochmal die Zeit, da einen Ausblick zu geben. Gerade hat auch Robin nochmal in den Chat geschrieben, einer der Gründer von WeChange, die ja in einem genossenschaftlichen Modell sowas anbieten. Es gab auch vorhin die Frage, ob das nicht was für kommunale IT-Dienstleister wäre, wie Dataport oder das ITDZ, sowas eben auch für Non-Profits anzubieten. Das ist, glaube ich, ja, eine nach wie vor offene Frage. Vielleicht gibt es ja auch nicht das eine richtige Modell, sondern man muss weiter mit verschiedenen Modellen experimentieren. Katrin, du hattest dich auch dazu, oder ich weiß nicht, ob dazu, aber du hattest eben noch mal eine Wortmeldung. Vielleicht kannst du es ja verknüpfen dann schon mit einem Abschlussplädoyer, was wir jetzt auch gelernt haben bislang aus dem Betrieb unseres Angebots und was du dir vorstellen könntest, was man braucht, um das zu einer nachhaltigen Verstetigung auch zu führen. Ja, also ich hatte nur jetzt bei diesen ganzen Wortmeldungen irgendwie so an so einen ganz anderen Diskurs gedacht, so Klimaschutz und Klimakrise, wo es immer so darum geht, nimm nicht diese eine Plastiktüte im Supermarkt, du kannst Wertvolles dazu beitragen, das Klima zu schützen, aber dann so auf struktureller Ebene, auf politischer Ebene fehlen immer noch ganz klare Verantwortlichkeiten. Ich glaube, es ist nicht das eine oder das andere, auch im Datenschutz. Also es sollte nicht die gesamte Verantwortung auf Einzelpersonen liegen. Es sollte aber eben gleichzeitig auch nicht nur strukturell oder nur von öffentlicher Hand zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, es ist nicht so schwarz oder weiß, aber was ganz, ganz klar ist, ist, dass einfach noch sehr viel zu tun ist. Ich glaube, es war ein super wichtiger Schritt, digital vereint auch eben als ein Experiment zu sehen, da dran zu gehen und zu gucken, was können wir jetzt lernen, wie können wir uns vernetzen. Es muss jetzt nicht das einzige beste Angebot sein, sondern einfach da so einen Experimentierraum zu schaffen. Ein bisschen Pragmatismus auch einfach in der Frage ja, zu praktizieren. Und ja, trotzdem gibt es auch einfach noch viel zu tun. Also was auch Adriana schon meinte mit Maintenance, ist ein ganz, ganz großer Punkt. Was passiert, wenn Vereinsmitglieder gehen, die die digitale Kompetenz haben und neue kommen dazu? Was passiert mit irgendwelchen User-Login-Daten? Also das sind ganz, ganz, ganz viele Fragen. Aber ich glaube auf jeden Fall, es ist ein guter Schritt. Und ja, ich hoffe, dass das auch jetzt wirklich nochmal einen Schub gegeben hat, das ganze letzte Jahr. Genau, Adriana, du hattest es am Anfang auch schon angesprochen und da gab es auch gleich dann eine Frage im Chat dazu, die Förderung von Nachhaltigkeit statt Innovation sozusagen. Also gerade im Digitalisierungsdiskurs gibt es einen starken Fokus auch von öffentlichen Stellen, innovative Projekte zu fördern. Während andere sagen, naja, die Lösungen sind ja eigentlich schon da, aber wir brauchen halt genau diese vergleichsweise banale Arbeit, die aber jemand tun muss, diese Dinge sicher zu betreiben, nachhaltig zu betreiben und so weiter. Wie setzt ihr euch damit auseinander? Weil es natürlich bei euch im Prototype Fund entstehen also sehr, sehr viele großartige Ideen. Die werden dann für ein halbes Jahr gefördert und dann stellt sich für viele wahrscheinlich die Frage, und dann? Ja, ganz genau. Oh, jetzt habe ich so viele Gedanken aus dem, was auch die Vorrednerinnen alles gesagt haben. Also die Frage nach Innovationen und Maintenance oder Infrastrukturförderung für mich, also ich begreife das eigentlich auch als zwei Seiten derselben Medaille, so dass eine bedingt das andere, das eine macht ohne das andere vielleicht auch weniger Sinn. Sprich, jetzt habe ich natürlich die exakte Prozentzahl vergessen, aber bei Innovationen im Softwarebereich bedeutet das auch einfach extrem viel Arbeit am bestehenden Code. Also man macht da nicht auf so einem weißen Blatt irgendwie was völlig Neues oft, sondern gerade bei Open-Source-Softwareentwicklung integriert man sich in ein bestehendes Ökosystem, wo man von anderen Vorarbeiten profitiert, daran was verändert und damit dann wieder was Neues erschafft. Also es ist auch nicht so haarscharf zu trennen. Und wenn man Innovationspotenzial nutzen möchte, heißt das de facto, man muss auch in Maintenance und Pflege und Wartung von bestehenden
Code-Repositories investieren. So, sonst macht das keinen Sinn, sonst ist es nicht nachhaltig. Mit dem Prototype Fund fördern wir zwar konkrete Projekte, aber auf so einer Meta-Ebene eigentlich offenes Wissen und Lernen und Austausch im Bereich Open-Source-Software-Entwicklung. Also es geht darum, so eine Art Nährboden da zu bereiten, auf dem dann auch andere weiterarbeiten können und von dem andere profitieren. Und damit das Ganze dann aufgeht als Rechnung, ist es eben wichtig, dass wir für diesen Schritt 0 nach dem Prototype Fund dann 1, 2 und 3 uns überlegen, was könnte es denn da geben? Und ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Wege. Da gibt es reine so Community-Modelle, wo von einer Gruppe für eine Gruppe was gebaut und gepflegt wird. Dann ist das rein ehrenamtlich und dann trägt sich das auch ehrenamtlich, wenn es mehr Anerkennung und Unterstützung für das digitale Ehrenamt gibt, parallel gedacht zu klassischer ehrenamtlicher Arbeit, die wir alle wahrscheinlich länger oder besser kennen oder viele besser kennen als das digitale Ehrenamt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man Teil eines anderen, größeren Projekts wird und dass es dafür mehr Strukturen gibt, wie das auch vorangetrieben wird. Also zum Beispiel eine große karitative Einrichtung erkennt dann ein Software-Tool, was sie eigentlich die ganze Zeit schon gerne selber hätten, was aus der Community entwickelt worden ist. So, wie bringt man das dann zusammen? Wie kann man das digitale Ehrenamt mit anderen Organisationen verknüpfen? Und dann gibt es natürlich immer noch Geschäftsmodelle, auch in gemeinwohlorientierter Open-Source-Software. Also der Ticket-Shop Pretix, ein datensparsames Alternativmodell, was viele Veranstaltungen mittlerweile auch nutzen, das bietet an, dass man sich das selber hostet oder dass man es eben mit einem Service zusammenbekommt. Also genau auf der Punkt, den Hendrik angesprochen hat, wenn ich das nicht selber gut umsetzen kann, dann kann ich für den Service, dass es für mich erledigt wird, bezahlen. Aber um da vielleicht einen Punkt zu machen, wenn selbst führende Ökonominnen wie zum Beispiel Mariana Mazzucato sagen, wir müssen digitale Infrastrukturen als Daseinsvorsorge begreifen und da staatlich rein investieren, dann müssen wir das vielleicht auch einfach mal machen. Sie ist nicht die Einzige, die das sagt, aber vielleicht so eine der lautesten Stimmen da gerade, sagen auch viele andere. Also auf der einen Seite mehr finanzielle Ressourcen reingeben und auf der anderen Seite das digitale Ehrenamt und die Menschen, die da ehrenamtlich dran arbeiten und die oft dann das Bindeglied zwischen der Software und den Nutzerinnen sind, die auch mehr unterstützen. Und wenn wir das beides hinbekommen, dann könnte es schon ganz gut funktionieren. Wunderbar und eine spannende Überleitung. Vielleicht gebührt das Schlusswort dann Herrn Walter, nämlich nochmal mit der Frage, ob diese digitale Daseinsvorsorge in Ihren Augen zukünftig tatsächlich ein Teil einfach der Ehrenamtsförderung auch sein könnte, also sprich, ob diese Unterstützung für die Digitalisierung der Zivilgesellschaft auch etwas ist, von dem Sie glauben, dass es die Senatskanzlei auch zukünftig begleiten wird. Also ich glaube, dass wir in diesem Jahr noch keine Prognosen machen können über die künftige Schwerpunktsetzung der Senatskanzlei, weil wir einen politischen Wechsel haben werden, egal in welche Richtung die Debatten laufen. Ich glaube, dass die Bereitschaft, solche Themen aufzugreifen, gewachsen ist, auch quer zu allen politischen Lagern. Ich glaube, da gibt es sehr viel Bereitschaft dazu. Und ich glaube, man muss das Ganze eben auch im Kontext sehen, nicht nur Weiterentwicklung von Einzeltools. Wir sprechen ja hier nicht nur über Videoplattformen, sondern wir reden ja über, wie ich Frau Groh verstehe, auch über einen weiteren Begriff von Infrastruktur, sondern wir müssen das ja einbetten auch in die Frage, wie entwickeln sich Nachbarschaftsplattformen, wie entwickelt sich die Frage der Infrastruktur auch in den freiwilligen Einrichtungen, also in den freiwilligen Agenturen und wie letztlich werden auch Schnittstellen hin zu staatlichen Dienstleistungen mitgedacht. Ich glaube, das sind alles Themen, die eine große Rolle spielen und die sich teilweise auch in solchen Konzepten wie Smart City schon verbergen. Allerdings glaube ich eher, wie vorhin auch gesagt wurde, auf einer experimentellen Ebene. Und ich glaube, das ist das Stadium, in dem wir gerade sind. Und ich glaube, dass wir einen wachsenden Mut haben, sich da auch investiv hinzubewegen. Und das, glaube ich, tut uns allen gut. Aber es geht letztlich um sehr viele Ressourcen und um die Frage, wie man sie von woanders vielleicht auch herbekommt. Und deswegen, glaube ich, wird es kein leichtes Spiel, sondern es wird davon abhängen, sozusagen den freiwilligen Sektor eben auch in dieser digitalen Dimension
in einer populären Weise auch zu thematisieren als Standbein, als Stütze, als Pfeiler von starker Zivilgesellschaft und letztlich auch von Demokratie. Und das ist, glaube ich, der entscheidende und springende Punkt, dass es gelingen muss, diese Frage der Weiterentwicklung von Zivilgesellschaft auch argumentativ damit zu koppeln, dass daran letztlich die Zukunft des Zusammenhalts und der Demokratie in unserem Land hängt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und es ist ein wunderbares Schlusswort für eine Punktlandung um 14.30 Uhr. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für die Beteiligung. Tut mir leid, dass wir es nicht geschafft haben, alle Fragen im Chat zu beantworten, aber wir bieten rund um Digital vereint immer wieder auch Veranstaltungen, Sprechstunden etc. an. Schaut euch die Seite an, kommt, werdet Teil unserer Community. Danke allen Teilnehmenden, allen Panelistinnen und Panelisten natürlich. Und wünsche uns allen noch einen schönen Digital Social Summit und würde damit zurück ins Studio geben. Vielen Dank von uns. Vielen Dank an Benjamin und vielen Dank natürlich auch für diese interessante Fishbowl, wo wirklich auch viele Fragen und tatsächlich auch Danksagungen zugekommen sind für die interessanten Impulse.